gewesen, weil so die Ritter drin gewohnt haben. Wann wurde das erbaut? Mitte des 13. Jahrhunderts. Ja. Diese kleine Terrasse, auf der wir hier stehen, die ist sozusagen der kleine innere Burghof gewesen. Und hier auf dieser Seite sehen Sie noch die Reste der damaligen Verteidigungsmauer. Dann hat man im Laufe der Jahrhunderte immer mehr Gebäudeteile hinzugebaut, immer mehr Häuser und Türme kamen hinzu, bis die Schlossanlage quasi wie so ein Ring abgeschlossen war hier oben auf dem Berg. Der Berg war dann voll, irgendwann konnte man nicht mehr weiterbauen, man wollte aber gerne bauen. Bis ins 19.